Hallo. Als ich Ende der 1970er Jahre merkte, dass ich auf Männer stehe, gab es keine Bilder von Homosexuellen, die positiv gewesen wären, an denen ich mich orientieren hätte können. Es gab nur homosexuelles Milieu, homosexuelle Verbrecher. Ich lebte in einer Kleinstadt und ich kannte keinen einzigen, der so war wie ich. Erst als ich dann nach Wien gegangen war zum Studieren, lernte ich sozusagen Schwule aus Fleisch und Blut kennen, merkte, dass es auch andere Männer gab, die so empfanden als ich. Das ist jetzt lange her. Inzwischen lebe ich mit einem Partner in einer fixen Beziehung, stehe zu meiner Homosexualität. Vieles ist besser geworden. Wir können fast heiraten, aber es war auch ein langer Weg bis dorthin. Wir mussten dafür kämpfen, wir mussten dafür aufstehen, wir mussten dafür Sichtbarkeit zeigen. Wir mussten zu uns stehen vor allem, zuallererst. Dazu ist Kampf notwendig, aber auch eine Verbindung, dass wir uns in Verbindung setzen mit anderen, die genauso denken, genauso fühlen wie wir. Das ist das Wichtigste, was ich sozusagen von meinem Coming-out mitnehmen konnte.